Hallo YouTube, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin wieder MintW87 und ich habe den Fiedel und den Voll dabei. Und Hi. Hallo. wir haben hier gerade den Gallimus gesehen. Und weil die Viecher immer so schnell weg sind, machen wir jetzt hier keine große Ansage in dem Video, sondern wollen das gleich mal in die Tat umsetzen. Und zwar, der ist richtig schnell, ihr müsst da echt vorsichtig sein. Der Voll ist auch schon mit der Bola bereit. Und wenn der Voll den jetzt gebolert hat, dann werden wir den auch gleich anschießen mit den Betäubungspfeilen. Der Fiedel steht auch im Rückhand in Anschlag mit der Bola, falls was in die Hose geht. Und voll. Wir warten auf deinen Einsatz. Er backt hier gerade fest, Ja. jetzt oder nie. Der schwimmt dann leider, er säuft uns leider ab, wenn er ins Wasser fällt. Er wird leider nicht mehr rauskommen. Schlechter Schwimmer, sagst du? Ich rufe den mal ein bisschen an. Jetzt hast du den gehauen. Jetzt verpiss ich. Der soll er, der soll ja raus da. Oh, jetzt. Jetzt kommt er. Hinterher. Oh, Alter, ist das Ding schnell. Haben. Ja, ich schieß schon drauf. Alter, der zieht ab. Ah, nein! Scheiß Kalimus. So, dann gehen wir den Äxte suchen. Hier sind mehrere bestimmt. Ja, dann gehen wir mal weiter auf die Suche. So, jetzt aber. Und er liegt. Er liegt. Jawohl, wir haben einen Gallimus am Boden. So, jetzt schmeißen wir schnell erstmal das Narkosemittel rein. Ihr seht nämlich, Ja, die Torpa geht rucki-zucki runter, die Benommenheit, ne? Dann führt einfach immer nach und schmeißt im gleichen Atemzug das Simply Kibbeling rein. Ja, der wird mit Simply Kibble gezähmt. Infos zum Simply Kibble, zu unseren Info-Kibble-Videos, das packe ich euch oben in die Infobox. Könnt ihr nochmal nachgucken. Und bei dem Gallimus ist ganz wichtig, bleibt in der Nähe. Weil ich gucke da nochmal rein, damit ihr das genau seht. Das Torpa geht runter ohne Ende, wenn ihr da nicht aufpasst. Guckt euch das an. Wie das runtergeht. Ohne Ende. Also ohne richtige Verluste. Also packt da auch genug Narkosemittel ein, wenn ihr da dabei seid. So, dann, ups, halt. Werden wir nochmal schnell den Busch hier wegmachen. Dass ihr das besser sehen könnt. So. Und immer schön auf die Benommenheit aufpassen. Ganz wichtig. So, dann hoffen wir natürlich, dass der auch gleich frisst. Mit ein bisschen Glück, weil er ziemlich low level ist. Macht der nur ein oder zwei Happen und dann haben wir quasi den Gallimus schon gezähmt. Wenn wir Glück haben. Aber ihr seht, das ist jetzt, was das für ein Kampf ist, das Viech zu kriegen und zu betäuben, weil der so wenig Energie immer hat und die laufen meistens nur Low-Level rum. Das ist schon ein hartes Stück Arbeit, wenn ihr dann so einen kriegen solltet. Nur nochmal ein bisschen Narkosemittel rein. In den Freund. Und dann wird er bestimmt gleich fressen. Hoffe ich zumindest. Das war auch haarscharf. Wenn wir gucken, nur noch 24,5 Energiepunkte. Und er hat schon einmal gefressen. 76,2%. Na, dann haben wir den ja auch gleich gezähmt. Na, das ist ja dann perfekt. So, ganz wichtig, ihr dürft immer nicht vergessen, immer nach dem Narkosemittel gucken. Ne? Guck mal, das ist jetzt nur ein Level 10er. Jetzt stellt euch mal vor, das wäre ein Level 100er, was ihr da Narkosemittel reinpumpen müsst, um den zu zähmen. Na gut, wir kriegen auch nur plus 4 Level. Der Gallimus kann eigentlich nicht viel, sage ich euch gleich an der Stelle, das ist eigentlich nur ein Reittier. Ihr könnt da zu dritt drauf sitzen, wenn er das Gewicht natürlich hat. Der hat jetzt ziemlich Low-Gewicht. Wir haben auch ein Gallimus-Sattel dabei. Das werde ich euch dann gleich zeigen. Na, wie das funktioniert. Aber erstmal müssen wir das nette Tier zähmen bekommen. So, mein Freund, wie sieht's aus? Wie viel hast du denn? Der müsste jetzt eigentlich bald wieder fressen und dann haben wir uns einen Gallimus gezähmt. Reicht auch einer, meiner Meinung nach. Also davon noch einen zweiten muss nicht sein. Er ist halt richtig. Also wenn ihr drauf setzt es euch, das ist richtig schnell, das Tier. Ne? So, und da ist er auch schon. Wir haben uns einen Gallimus gezähmt. Wir lassen ihn beim Namen so. Und dann gucken wir mal kurz. Reiners Inventar.
nehmen das Kibbel und das Narkotik da gleich mal wieder raus, obwohl wir können ja eigentlich nur mal kurz zweimal füttern mit dem Kibbel, dass er ein bisschen mehr Energie bekommt, weil er schon so angeschlagen ist. Und dann packen wir uns mal den Sattel da drauf. So, natürlich wollen wir natürlich auch wissen, wie und wo und wann wird der Gallimus-Sattel gebaut. Da haben wir schon, Gallimus-Sattel. Den könnt ihr ab Level 29 bauen. Ihr braucht dafür 160 Fasern, 120 Holz, 240 Leder und 25 Metallwaren. Und die ganze Geschichte wird in der Werkbank gebaut. Und natürlich 20 Angelpunkte, bevor ich es vergesse. So, dann werden wir jetzt nochmal uns da drauf setzen. Aber vorher gucken wir mal kurz, wegen der Levelverteilung. Da können wir nicht viel machen. Ich hoffe, der trägt uns vom Gewicht her. Und es geht, ja, aber es geht. Und wir reiten noch schon. Und da seht ihr, was der für ein Speed drauf hat. Also da könnt ihr mal schnell so ein... Wenn er genug Energie hat, mal so ein T-Rex anknabbern und der kriegt euch nicht. Ne? Ganz, ganz eiskalt, ihr könnt einfach von dem Viech abhauen. Ne? Also da braucht er keine Panik haben. Da könnt ihr dann auch zu dritt drauf sitzen mit euren Kollegen. Können wir mal zeigen. Viele, komm mal runter. Ja, können wir mal zeigen. Wir setzen uns mal. Der Vorher springt mal drauf. Hinten. So, so sieht das aus. Wir können uns natürlich jetzt nicht mehr bewegen, weil der Gallimus leider nicht genug Gewicht tragen kann. Na, aber so sieht das dann aus. Quasi könntest du. Die könnten auch nebenbei schießen. Deine und die beiden Kollegen. Von hinten aus kann man schießen. Von hinten aus kann man schießen. Viele kann man von vorne auch. Jawohl, richtig geil. Ja, ich würde sagen, mehr gibt es leider über den Gallimus nicht zu berichten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Tschüss. Ciao. Tschüss.